Corona-Tagebuch nennt sich diese Serie. Doch wenn ich so recht nachdenke, geht es eigentlich gar nicht wirklich um Corona. Auch jetzt ist es eigentlich so, dass das Leben vom Virus, von Krankheiten recht eigentlich unberührt bei uns vorbeigeht. Die Kinder können jetzt schon seit dem zweiten Tag wieder auf den Spielplatz. Das tut ihnen auch sichtlich sehr gut. Für sie kommt damit ein Stück Normalität wieder. Und ich stelle fest, Leute freuen sich über Selbstverständlichkeiten. Das ist so, wie wenn ein Dieb einem das Hab und Gut nimmt und dann, nach ein paar Wochen, kommt er und bringt eine Armbanduhr zurück. Und der Bestohlene freut sich über diese Armbanduhr mehr, als er sich im Grunde gefreut hätte, wenn ihm überhaupt nichts gestohlen gewesen wäre. Er preist den Dieb dafür, dass es so gnädig und toll ist, dass er wieder ein Stück Normalität oder ein Stück von seinem eigentlich zustehenden Hab und Gut zurückbekommen hat. Ungefähr so fühle ich mich. Und das ist eigentlich auch das Thema dieses Tagebuches, also die Ausbreitung der Krankheit, zu der können wir nichts sagen. Es gibt da eine sehr schöne Grafik im Netz, in der quasi die Corona-Zahlen wieder neu ausgewürfelt werden. Und das sagt eigentlich schon alles über diese ganzen Spekulationen. Der eine sagt so und so viel Prozent Übersterblichkeit innerhalb der Monate, der andere sagt, dass valide Zahlen überhaupt noch nicht vorliegen und so. Man kann nicht jedes Mal, wenn jemand eine Grafik auftischt, eine Studie dazu lesen oder sich versuchen, über Quellen darüber zu informieren, ob diese Zahlen überhaupt möglich sind oder so etwas. Ich glaube einfach gar nichts mehr in dieser Hinsicht oder habe von Anfang an eigentlich sehr wenig geglaubt. Das ist einfach alles nur Augenwischerei. Das, was einen wirklich berührt, das umgibt einen. Das sind die Erfahrungen, die man macht, das sind die Krankheits- und Todesfälle, die man wirklich selbst erlebt. Wenn man jetzt nicht gerade im medizinischen Umfeld arbeitet, sind das in der Regel gar keine. Und die Folgen, die sich aber ergeben, das Leid, was man direkt mitbekommt, das ist riesig. Und diese Diskrepanz, die gilt es zu thematisieren und der Hoax, der darum entsteht, der auch wirklich intelligenten Leuten nach wie vor Angst macht, die lieber langsam wieder irgendwo einsteigen wollen, wo es ihnen jetzt schon wieder zu schnell geht, obwohl sie eigentlich selber überhaupt gar nichts spüren, gar nichts erfahren haben. Da ist einfach eine sehr große Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und dem, was einem, ja, so als Rechtfertigung für Moralität, für politisches Handeln untergeschoben wird. Und sehr viele haben nach wie vor, das ist eigentlich das eigentlich Seltsame, ein riesiges, fast unendliches Vertrauen in die Leute, die sie da an gewisse Positionen gewählt haben. Obwohl diese über viele Jahre hinweg immer wieder aufs Neue bewiesen haben, dass sie von tatsächlichem Gegenstand, über den sie verfügen, keine Ahnung haben und auch kein Einfühlungsvermögen.